Shalom Aleichem. Wir lernen Chumash mit Rashi. Wir beginnen Bereishis, Kapitel 1, Pasuk 1. Die erste Pasuk hat lange Rashi. Wir werden heute ein Drittel von dem Rashi erklären und noch zwei kleine Shiurim, das andere Teile von dieser Rashi. Gut, Kapitel 1, 1. Bereshis boro Elohim, Eisa Shomayim ve Eisa Oretz. Von Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Rashi mit Übersetzung. Von Anfang, Rabbi Yitzchak sagte. Rabbi Yitzchak war der Vater, der Abba von Rashi. Der war ein großer Tzaddik und Rashi wollte geben seinem Vater Kavod, Ehre, Respekt, Anerkennung. Rashi bedeutet Rabbeinu Shlomo Yitzchaki. Also Yitzchaki ist sein Vater. Rashi ist ein Parshan, ein Kommentator von Torah, der gekommen, die einfache Sinn von der Torah zu erklären, so wie er selbst sagt, ich aber komme nur den einfachen Sinn des Verses zu bringen. Des Verses hat einen einfachen Sinn und eine tiefe Sinn oder geistige Sod, Pnimiyut, Kabbalah, Chassidut. Also Rashi sagt, ich aber komme nur den einfachen Sinn des Verses zu bringen. Obwohl, wir wissen alle, was sagt der Schlakadosh, der alte Rebbe, dass Rashi ist Jeina shel Torah, er ist der Wein, die Geheimnis von der Torah. Und er hat das geschrieben in Ruach HaKodesh, in seinen heiligen Gdusha und Prophezeiung. Und Wein symbolisiert ältere Trauben, so die teure Wein. Und Rashi hat nicht geschrieben Einführung zu seinem Kommentar, weil in die erste Rashi steckt sich dem ganzen Kommentar. Also, was sagt Rashi? Rabbi Yitzchak sagte, die Torah hätte erst bei dem Abschnitt dieser Monat sei euch zu beginnen brauchen. Also im zweiten Buch Moshe, Schmot 12, 1, steht geschrieben, Hachodesh Azeh Lachem, die erste Gebot von dem jüdischen Volk als Volk nach dem Auszug von Ägypten, ist Kiddush Hachodesh. Zu haben ein eigenes Kalender und zu zählen, eine besondere Zählung, die für Am Israel geeignet von Hashem. Fragt Rashi, die Torah ist doch ein Hora'a, ein Befehl, ein Weg, wie man lebt. Die Torah ist gekommen, uns zwei Sachen zu bringen. Benehmung zwischen Menschen, Ben Adam l'Chavero, und Ben Adam l'Makom, und Gesetze zwischen Mensch und Hashem. Ben Adam l'Makom, zwischen Mensch und der Makom, der Platz, der der ganzen Welt gehört, ihm, der Beschäfer. Und zwischen Adam l'Chavero, zwischen einem Mensch und dem anderen, fragt Rashi, was hat das zu tun, dass die Torah beginnt mit Sippurim, mit Geschichten, mit Erzählungen, warum es ist so wichtig, damit zu beginnen. Die Torah ist Sefer Chukim, ist eine Gesetze, ist der, wenn einer kauft ein Auto und er hat ein Heftchen mit Gebraucheinweisungen, dann steht nicht geschrieben die ganze Geschichte von dem Auto. Wer hat gegründet Skoda und warum es ist diese Farbe und was war mit dem Chef von Skoda und mit seiner Familie. Nein, man beginnt gleich mit alle Regeln, wie geht das Auto, wie soll man mit ihm umgehen. Also die Torah ist eine Sefer Chukim, fragt Rashi, die Torah hätte erst
bei dem Abschnitt im zweiten Buch Mosche beginnen, weil dieser das erste Gebot enthält, das Israel aufgetragen wurde. Also das ist die erste Mitzwa, was Am Israel hat bekommen, ein Zivui, ein Befehl von Gott. Warum fängt sie aber mit dem Schöpfung an? Weil steht geschrieben in Tehillim 111, Pasuk 6, seiner Taten Kraft hat er seinem Volk offenbart, ihm zu geben das Erbteil der Völker. Was heißt das? Wenn die Völker der Welt zu Israel sprechen sollten, ihr seid Räuber, also die Völker, die ganze Welt, die ganze Goim, werden sagen, ihr, Volk Israel, Israelis, ihr seid Räuber, denn ihr habt die Länder der sieben Nationen eingenommen. So antworten sie ihnen, die ganze Erde gehört dem Heiligen, gelobt sei er. Die Erde gehört nicht euch und sie gehört auch nicht uns. Sie gehört nur ihm. Von Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Also wer hat beschafft die Welt? Hashem. Der Rebischter, der Heilige, gelobt sei er. Er hat sie erschaffen und dem gegeben. Der Gerecht ist in seinen Augen. So steht in Jeremia 27,5. Guck bei den Propheten, steht geschrieben, dass Hashem gibt die Eretz, dem Land, derjenige, der will. Nach seinem Willen hat er sie jenem gegeben und nach seinem Willen sie ihnen genommen und uns gegeben. Jalkut Shmot 12,12. Also was steht hier geschrieben? Steht hier geschrieben zwei Punkte. Erster Punkt, du kannst nicht beginnen Torah ohne Emuna, ohne Wissen, dass es gibt ein Elohim und die Welt ist nicht immer da gewesen, ein Kadmon. Ah, es war schon immer eine Welt. Nein, von Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Das ist die Yesod, das ist die Pashtu, das ist die einfachen Sinn des Verses. Und deshalb muss man zuerst lernen, wer ist Hashem, wer ist Gott, was hat er geschafft, universell, Am Israel als Individuelle, Avrom, Yitzchok, Jakob, 12 Stämme, Schmelzen in Mitzrayim, in Ägypten, rauskommen, bekommen und dann erst, wenn sie gehen raus, dann versteht der Mensch, wenn er hat verstanden, dem einfachen Sinn des Verses, hat er Möglichkeit weiter zu verstehen, was ist die Welt. Und die Idee, was steht hier geschrieben, warum beginnt man nicht mit der ersten Mitzwa vom zweiten Buch Mosche, vom Kiddush HaChodesh, vom Kalender zählen nach dem Mond? Sagt Rashi, weil er weiß, die Völker werden kommen zum Am Israel und sie werden denen beschimpfen und anklagen. Ihr seid Räuber, dass ihr habt genommen dieses Land von den sieben Nationen. Steht geschrieben, die ganze Welt, Himmel und Erde gehört Hashem. Und Hashem entscheidet, an wem gibt er das. Manchmal gibt er das andere Leute und manchmal nimmt er das weg von anderen Leuten und gibt er uns. Hubra'a venetana la'asher yashar be'inav. So steht geschrieben in Jeremia. Er hat sie erschaffen und dem gegeben. Der Gerecht ist in seinen Augen. Nach seinem Willen hat er sie jenen gegeben. Und nach seinem Willen sie ihnen genommen
und uns gegeben. Das ist der erste Teil von dem ersten Rashi. Und Rashi will sagen, dass das ist das Fundament zu wissen. Es gibt Am Israel, Volk Israel, Torat Israel und Eretz Israel. Das sind die drei wichtigen Sachen. Schlemut der Torah, das Vollkommen von Torah, Torat Israel. Das Schlemut Ha'am, das Vollkommen von dem Volk, von allen Jehudim. Und Schlemut Ha'aretz. Es muss eine komplette Torah sein, vollständige, komplette vollständige Volk und komplette vollständige Land. Man kann nicht auf etwas verzichten. Nicht von der Torah etwas reduzieren, nicht von den Juden etwas reduzieren, sondern es muss eine Jude sein nach die Halacha, der geboren von einer jüdischen Mutter oder der Giur gemacht nur Halacha. Und genauso Eretz Israel, Schlemut Haaretz, es muss dem ganzen Land Israel gehören zum Am Israel. Das ist die erste Rashi, was steht hier geschrieben. Rashi hat noch zwei Teile und wir werden mit Gottes Hilfe weitermachen, die zwei anderen Drittel von dieser Rashi. Shkoyach.